Hallo, Satinaf, hallo Lorenz. Das ist natürlich ein Augenblick, User der joined the gerade sich channel. hier auf Pandora ereignet. Da möchten wir dich, Satinaf, gerade mal fragen, so ganz live. Ja, ob du dich freust über den Besuch, den du da erhältst. Klar. Endlich passiert hier mal was, ey. Ja, hat schon berichtet, sieht nicht so gut aus, oder? War nur so Laberei von mir. Ich will deine Nein. Gegner in Sicherheit wiegen, weißt du, und dann BÄM! Dir ist schon klar, dass deine Gegner gerade nicht mithören, sondern lediglich 40, über 40 Zuschauer immer noch im Live-Chat sind immer noch dabei. Und ich habe ein bisschen den Eindruck, dass die Zuschauer im Live-Chat nicht unbedingt auf eurer Seite sind, weil die freuen sich einfach, dass Blut fließt und haben den Eindruck, dass andere ein bisschen schneller gewesen sind als ihr beide. Ja, das ist Naja, wohl sie haben wahr. einfach den Vorteil, dass sie zweit auf demselben Kontinent wie ich sitzen. Mich halt von zwei Seiten leicht einkesseln kann und das Spiel ist nicht so wirklich darauf ausgelegt, sich alleine gegen zwei zu Aber Ja, du ich hast doch weiß. den bestmöglichen Mitspieler in deinem Team, Lorenz. Problem ist einfach, Ja, dass wir ich von habe Anfang an nicht so wirklich aufeinander getroffen sind. Ich Ich glaube, glaube, meine das ist Strategie war zu langsam mit 100 Runden. Also da muss ich, also ja, das war mein Ziel. Mein Push wird gegen 100 Runden kommen. Das bedeutet, wenn bei den anderen auch irgendwie die Aliens angreifen und dann wollte ich mit meinen Flugzeugen zuschlagen und das Timing wird auch gut hinhauen. Aber das sieht aus, als wenn man da gegen zwei ist und die dann aufrüsten, dann kann das natürlich schon dazu führen, dass man relativ schnell ausgeschaltet wird. Also ich hoffe, er kann sich irgendwie einmauern mit seinen ganzen Boni, die er erhält durch seine Hauptstadt. Ich habe gehört, er hat nur eine Stadt noch. Das natürlich wird man dann zugesieged. Also mein Vorschlag ist einfach versuchen, so viel Einheit wie möglich. Artillerie haben sie wohl noch nicht. Das bedeutet einfach so viel Einheiten wie möglich stacken und dann versuche ich mal noch rechtzeitig runter zu können. Also mir läuft jetzt schon die Flugzeugproduktion, da kommt was alle 3 bis 4 Runden raus. Also mal gucken, ob wir Möchtest du vielleicht noch was die, schaffen. Lorenz, willst du die Flugzeuge denn einzeln runterschicken oder in einem Stack? Nee, das muss als eine Welle, weil sonst können sie sich darauf einstellen. Also ich brauche auf jeden Fall 3 oder 4. Und dann kann ich, der riesige Vorteil ist, dass ich halt wirklich die Heimatstädte angreifen kann und Verbesserungen zerstören und so weiter und so fort. Das ist mehr ein Überraschungsschlag. Ja. Also, ja. Das heißt, du würdest dann nicht nach Waterloo fliegen, sondern du würdest dann auf die Heimatstätte der Aggressoren zufliegen. Ja, ich denke schon. Angriff ist beste Verteidigung in dem Fall. Also alle, vor allen Dingen Verstärkungstruppen, die einzeln durchs Land rollen, die kann ich dann einfach wegsnacken. Das ist zumindest der Plan. Das Erstaunliche ist, ich bin hier die ganze Zeit bei Waterloo, bei der Hauptstadt von Satinaf und kann, habe ich da was verpasst oder kann es so sein, dass die ja einfach nur bislang sich darauf beschränken, euch zuzustellen oder dich zuzustellen, aber dass da noch niemand angegriffen hat? Angegriffen hat er sich noch nicht getraut. Er versucht auf jeden Fall erstmal einen Flankierungsbonus zu kriegen. Weil seine Panzer noch keine Chance haben, die Stadt überhaupt einzunehmen. Aber der Rote hat halt ordentlich nachgezogen. Die haben halt beide starke Truppenkontingente. Dadurch, dass ich halt Imperium bin und mir keine großen Truppen leisten kann, weil die Einheiten einfach wesentlich mehr Unterhalt kosten, haben sie dadurch einen extremen Vorteil. Vor allem die Roten, die einen sehr starken Produktionsbonus haben und die Truppen einfach nur so rausschießen. Oh, da hat es gerade geknallt. Da geht ein Ja. Former drauf. Können sich halt nur an den Schwachen vergreifen. Das ist halt typisch die Kommunisten. Also das fand ich jetzt, das fand ich gerade wirklich ein bisschen peinlich. Greifen als erstes den Former an. Ist halt schon ein bisschen traurig, ja. Hatte einer von euch gerade orbitale Bombardierung gemacht oder warum haben die so viele Lebenspunkte verloren? Oder hatten die vorher schon nicht so viele? Wer? Nee, da habe ich nur was. Entschuldige, ich habe fantasiert. Das ist das Blut, das mir mittlerweile zu Kopfe steigt vor lauter Kriegslust. Ich fiebere hier mit. Man vergisst es, dass der Former auch ein bisschen Kampfstärke hat und Ah verlieren ja. die Einheiten dann auch Ja. mal gegen. Siehst du die Feindeinheiten, die gerade den Former eingenommen haben? Sind die in deinem Ja, klar. Sichtfeld? Ja. Der Ja, eine das hat ist ja das. Ist ja alles wirklich massiv verloren. Ja. in meinen Einzugsbereich. Ja, Lorenz, wie viel Runden werden wird deine Angriffswelle hier eintreffen? Was schätzt du? Ja, ich denke, jetzt werden es noch, also die Produktion, wie gesagt, ist jetzt angelaufen, also denke ich, werden es jetzt nochmal 10 Runden sein oder so, bis dann, also die, ja, ich denke, mit 3 Flugzeugen würde ich dann losmarschieren und meine gesamte Infanterie. Die Sache ist nur, Piru Parker hat mir gerade den Nicht-Angriffspakt gekündigt.
Aha. Also vielleicht muss ich vor den Grünen ein bisschen aufpassen, dass die sich jetzt auch noch mit einmischen wollen und mir meinen Kontinent streitig machen. Das wäre ja ärgerlich, wenn ich jetzt mit meiner Infanterie ausrücke. Gegen uns verbündet. Ja, würdest du denen das zutrauen? Das eine Team beschäftigt mich und das andere Team jetzt Lorenz und dann haben wir eh keine Chance. Das wäre natürlich heftig. Also das wäre, ja, also ich denke, also gegen vier werden wir es dann, denke ich, nicht schaffen. Also ich vor allen Dingen, ich müsste, um ihnen jetzt noch zu helfen, müsste ich wirklich mit allem abziehen. Das heißt auch mit meinen 5-6 Flammenwerfer-Infanteristen und mit den Flugzeugen. Dann kenne ich, oh, Tatsache, da kommt grün. Echt? Herrlich, herrlich. Ja. Da ist gerade die Armee aufgetaucht auf dem Gebirge neben Landau. Ja, ist natürlich einfach. Und ich sag so, wenn wir in der Situation wären, würden wir auch nicht anders entscheiden, dass wir zu zweit auf einen gehen, ist halt das Einfachste, was du machen kannst. Aha, mit Angriff, Flammenwerfern. Gut, gut, gut. Ja, das ist natürlich ungünstig. Da muss ich möglichst viel Flammenwerfer bauen, würde ich sagen. Aber er hat nur Anti-Trooper, das heißt meine Flugzeuge sollten da ziemlich gut sein. Der hat ausschließlich Infanterie, ne? Yep. Sehr einseitig zusammengesetzt, das Tech. Ist das so clever? Werde ich in Kürze herausfinden. Es sind natürlich extrem viele. Ja, soll ich vielleicht... Nee, Angriff ist beste Verteidigung. Bernardin sagt im Chat kurz und knackig, Stack of Doom und dann Boom. Muddy stellt ganz trocken fest, das ist entschieden. Ja, dann schauen wir mal. Immer noch 43 Zuschauer zu nächtlicher Stunde wollen das hier miterleben. Ja, jetzt hoffe ich nur, dass die Aliens nicht in meine andere Stadt laufen, aber da muss ich jetzt auf Risiko. Was für nette diplomatische Spielereien im Hintergrund stattfinden. Advokatin Gardinier, sprich die Baumschmuserin Piro, hatte Dr. Schreiber denunziert, also dich, Lorenz. Ist natürlich witzig in einem Multiplayer. Und sie hat dir den Krieg erklärt, stimmt, ja. Tja. Die lassen sich aber ganz schön Zeit, Satinav, bei Waterloo. Ja, müssen erstmal in Stellung bringen. Kann die sein, haben jetzt aber den vollen Flankenbonus, muss man sagen, so wie die Truppen jetzt postiert sind, wenn du mal bei Waterloo guckst. Ja. Nee, die haben, den vollen Flankenbonus. Doch schon, weil du, wenn die angreifen von... Doch, 5% zwei Stunden. Naja, die haben von drei Seiten sozusagen umstellt. Also ein Umzingelungsbonus. Wir gehen jetzt, jetzt finden die Kämpfe statt. Aus. Ronaldinho und Black Arken greifen abwechselnd an. Allein allerdings Verluste. Das könnte knapp werden. Ja, Satinav wehrt sich verzweifelt mit Flammenwerfern seiner Infanterie. Da geht die erste Truppe drauf. Avenger-Panzer kämpfen gegen Kolonialsoldaten, die die Stadt versuchen zu verteidigen. Von Nordwesten greifen Flammenwerfer an. Von Ronaldinho gehen dabei drauf. Mehr Verluste auf Seiten der Angreifer als bei den Verteidigern, aber nur noch 5 Einheiten in der Stadt selber. Jetzt greifen Panzer an und killen einen der Verteidiger. Ja. Das sieht nach der Entscheidung aus schon. Da ist nicht mehr viel übrig in Waterloo. Noch hast du 3 Einheiten. 4 Einheiten. Komm noch mit 12 Einheiten, um eine Stadt einzunehmen. Von den finanziellen Möglichkeiten ist es absolut unmöglich, als Imperium mehr als 10 Einheiten mit einer Stadt zu kontrollieren. 2 Einheiten hast du in der Stadt, 2 Avenger-Panzer, beide haben aber nicht mal einen Kampfstärkepunkt. Kommt der eine wieder dazu. Ja, die nächste Runde will ich auch nicht erleben, glaube ich. Lorenz, du kannst ihm auch kein Geld rüberschicken, nicht? Nee, aber ich glaube, ich muss auch alles... Ich habe jetzt eher Angst, das Problem ist, ich weiß nicht genau, ob dieser Verschlinger, der da nördlich von Domark ist... Ob der mir feindlich gesonnen ist, der könnte meine Stadt in einem Zug auslöschen. Sehr ungünstig, nachdem ich jetzt alles abziehen muss. Aber den werde ich abhalten können, also da bin ich schon sehr zuversichtlich. Der Verschlinger nördlich von Domark hat aber nur 2 Bewegungspunkte. Achso, der könnte über die Straße ziehen, ne? Und dann wäre er da, verstehe. Nee, da hat er keinen Vorteil, also das ist kein Problem. Aber ja, er könnte natürlich trotzdem ranziehen, ich könnte die Einheiten. Tagged it near Landau, okay. Dann, der zieht gerade. Effizienz 200%. Das klingt nach Zuschlagen hier. Erster geht schon raus. Zieh weiter. Komm, Advocate Gardinier. In Waterloo, die letzten Kämpfe. 3 Panzer, ein frisch gebauter Avenger-Panzer. Die stärkste Verteidigungseinheit mit 7,4 Punkten und 2
fast völlig zerstörte kleinere Panzer, aber es sind nur noch 5 Angreifer, die direkt neben der Stadt stehen. Ja, ist genug. Ich bin mir nicht sicher, ob die das durchziehen können. Denn ich würde zwar einen Panzer aus dem Kampf nehmen, aber die anderen sind noch mehr als genug, um den noch kaputt zu machen. Modaldinho hat noch einen relativ starken Avenger-Panzer nordwestlich von der Stadt stehen. Der Rest ist angeschlagen und heilen dauert auf freiem Feld erstaunlich lange. In der Stadt heilt man sehr, sehr rasch, aber außerhalb der Städte, vor allem auf Feindesgebiet. Ja, die Imperium hat einen Heilungsbonus. Auch das noch. Also, aber es dauert das natürlich schlecht. 8 Runden, bis der nächste Avenger-Panzer kommt. Das ist natürlich gar nicht gut. Kannst es auch kaum beschleunigen. Hast kein Gold, um einen zu kaufen. Könntest vielleicht eine kleinere Einheit, eine leichtere bauen, in der Hoffnung, einen Kolonialsoldaten. Ja, ein Panzer. Ich bin versucht, dir einen Tipp zu geben. Weiß aber nicht, ob ich das darf. Ich mach's mal, einfach der Spannung wegen. Müsst ihr vielleicht mal überlegen, ob du nicht ein Gebäude verkaufst, um Gold zu bekommen, um dann vielleicht eine Einheit beschleunigen zu können. Bringt nichts. Nur mit 32 Credits geben, Panzer kostet, was weiß ich, 400 fast. Das bringt nicht viel. Man kann auch nur ein Gebäude pro Runde auflösen. Obwohl, so habe ich mal in einem Multiplayer-Match Piro Parker mit Ach und Krach stand gerade noch zurückschlagen können. Wir waren etwa gleich stark und ich habe halt in einer Stadt, die er fast eingenommen hatte, Gebäude aufgelöst und habe mit Ach und Krach, das war allerdings früh in dem Spiel, noch einen Kolonialsoldaten dadurch kaufen können und dadurch meinen Allerwertesten retten können. Allerdings auch nur für ein paar Runden, glaube ich. Aber immerhin. Ja, aber jetzt, liebe Zuschauer, ist der Kampf um Waterloo noch nicht entschieden. Hier sind wir bei Landau und ihr seht gewaltige Stacks in der Hauptstadt von Lorenz. Da haben sie scheint die Sniper schon zugeschlagen, wenn ich das richtig sehe. Ja, also der Stack ist, also muss sagen, wenn der den Angriff richtig machen würde, dann würde er 2 Stacks bilden und seine Truppen in den Wäldern nördlich und südlich positionieren. Dann bekommt er noch einen Flankenbonus, dann wäre das schon deutlich drastischer. Aber er hat sich genau in die Ebene gestellt, das ist natürlich mit Infanterie nicht so geschickt. Da gibt es keinen Bonus. So sieht's aus, ja. Und ich werde natürlich jetzt meine Flugzeuge sofort auf Angriffsbefehl setzen. Also wenn beide den Angriffsbefehl haben, ist ein bisschen Zufall, wer zuerst drankommt. Aber ja. Wir spielen hier zwar rundenweise von Runde zu Runde, aber innerhalb der Runde kann jeder so schnell ziehen, wie er will. Und ein geübter Multiplayer-Spieler, lieber Zuschauer wie Lorenz, der zieht einfach rascher und kann dadurch dann schneller seine Einheiten ziehen. Man kann die Ordern auch angeben, bevor die Runde geendet wird, kann man sozusagen schon angreifen und dann wird es eben sofort ausgeführt. Und dann, wenn beide Waterloo knallt. Achtung. Wurde gerade angegriffen. Ich gehe nochmal kurz zu Lorenz rüber. Sag mir doch bitte Bescheid, falls da der entscheidende Angriff laufen sollte. Ja, aber ich glaube, da hat jemand. Ich glaube, da hat Monaldino angegriffen oder wurde angegriffen. Also, bei Landau sieht das, finde ich, gar nicht so schlecht aus für dich, Lorenz. Na, das ist kein Problem. Der wird sich wahrscheinlich bald zurückziehen. Also, der kriegt die Stadt auf keinen Fall. Ich glaube, der größte Nutzen des Angriffs war auch vor allem, dass du deinen Verbündeten nicht unterstützen konntest dadurch. Ja, das ist das Hauptproblem. Ich hätte natürlich mit den Truppen wunderbar nach Süden ziehen können und ich glaube, ich hätte mit 6 Feuer und irgendwie 3 Flugzeugen hätte ich auf jeden Fall. Ich hätte mit der Infanterie schon losziehen können und dann wären die Flugzeuge ziemlich zeitgleich eingetroffen, die letzten noch. Und damit hätte ich dann ihre Heimatstätte einnehmen können. Also das hätte sie schwer geschockt. Aber so kann ich halt nichts machen. Das ist sehr schade, aber naja. Irgendwo habe ich im Internet, ich weiß nicht mehr wo, in einer solch ähnlichen Situation den passenden Kommentar gelesen. Hätte, Panzerkette. Ja. In Waterloo stehen immer noch 3 Panzer, die erstaunlich schnell ausheilen. Und ich bleibe dabei. Das ist für mich nicht entschieden. Es könnte durchaus sein, dass Satinaf diese Stadt hält. Zwar gibt es ja einen sehr starken Avenger-Panzer südöstlich der Stadt von Blackie, aber was man ja auch nicht vergessen darf, liebe Zuschauer, ich zeige euch die Stadt mal von innen, die Stadt von Satinaf. Dort stehen adaptive Bunkerwände, schaut mal hier, +50% Stärke für verteidigende Einheiten.
Wie sieht das eigentlich aus mit Operationen? Ist bislang eine eurer Städte angegriffen worden, beispielsweise durch orbitale Bombardierung? Oder ist das auch im Forschungsbaum soweit? Also ich habe selbst noch gar nicht gesehen. Fehler gemacht. Du hast einen Fehler gemacht, Satinov? Bin mir nicht sicher, aber ich glaube ja. Verrätst du uns welchen? Mir gerade den Panzer gekauft, da habe ich den falschen gekauft. Das passiert manchmal. Hm. Egal, solange er wart, um sich auszuheilen, umso mehr Vorteile habe ich. Zakor, an dich nochmal die Bitte, ein Auge auf Waterloo zu werfen. Ich gehe mal nach Landau rüber. Noch einen Moment marschiert, wird er noch aufmarschiert, so wie ich das sehe. Panzerschreck kommen da. Infanteristen, die gegen Panzer etwas besser sind, gegen mechanische Einheiten, aber es wird noch aufmarschiert und wie Satinov schon meinte, je länger es gewartet wird, desto besser heilen sich seine Truppen wieder. Das Imperium heilt ja extrem schnell. Das Imperium schlägt nicht nur zurück, das Imperium heilt zurück in dem Fall. Kann das sein, dass Blackie und Munaldinho hier mit zu wenig Truppen angerückt sind oder dass sie zumindest durch die Bummelei jetzt, dass sie einen schweren Fehler machen, dass sie gar nicht kapieren oder vergessen haben, dass die Militaristen, dass Satinov einen so starken Heilbonus hat? Hm. Ja, ich glaube, sie hätten beide etwas mehr noch schicken sollen. Zumindest, ich glaube, zwei Einheiten haben gefehlt, selbst wenn es Infanterie gewesen wäre. Zwei Einheiten mehr, dann hätten sie die Stadt schon übernommen. Das heißt, sie schaffen es nicht? Es klingt gut. Im Moment. Ich habe auch den Fehler gemacht. Ich hätte da, wo die rechts in meiner Stadt, hätte ich doch einen Wald lassen sollen. Dann hätten die nochmal 25% weniger Angriffsstärke. Mhm. Meine greifen die Flucht. Echt? Einen Baumliebhaber natürlich. Die Baumschmoser verpissen sich. Zakor, kommst du mit? Ich gehe mal kurz rüber zu Mysterium und Piro Parker, um die ein bisschen zu trösten. Versprochen. Bis später. Channel switched. User joined. Piro Parker, Mysterium, das läuft nicht ganz so, wie ihr euch das vorgestellt habt. Ach was. Ich wollte das ganz vorsichtig ausdrücken. Andere Let's Player oder andere Kommentatoren würden euch jetzt vielleicht verspotten. Ich dagegen bin gekommen, um euch zu trösten. Ja, das ist nett. Ich möchte euch einfach sagen, solche Pleiten können sich ereignen, auch dann, wenn man anscheinend schlecht vorbereitet ist. Naja, das ist sicherlich keine Schande, gegen den Meister schlechthin hier eine Schlacht zu verlieren. Aber eine verlorene Schlacht ist noch lange kein verlorener Krieg. Liebe Zuschauer, ihr hört, hier sind die beiden Meister am Werke. Der Meister der Spielerentwicklung, Lorenz, und der Meister der Ausreden, Piro Parker, auf Augenhöhe. Respekt. Ja, Piro, was hast du falsch gemacht? Also, ich sag dir ganz im Ernst, was mich irritiert, ist nach wie vor, dass in der Diplomatieübersicht es über Lorenz immer noch heißt, er habe eine niedrige militärische Schlagkraft im Gegensatz zu mir. Und ich weiß nicht, wie ich das finden soll, denn seine Kampfflugzeuge sind natürlich dem, was ich habe, bei weitem überlegen. Also könnte ich mich jetzt natürlich auch einfach rausreden und behaupten, das wäre ein Bug. Wenn ich da was zu sagen kann, ich glaube, die militärische Kraft wird an derzeitigen Wert bestimmt. Das heißt, wenn die Flugzeuge jetzt relativ beschädigt sind, dann wird die Militärkraft auch geschwächt angegeben. Wenn man da jetzt geguckt hat, naja, jetzt siehst du es nicht mehr, aber die Flugzeuge sind ja alle angekratzt. Unglaublich. Das ist ja unglaublich. Seht ihr das, liebe Zuschauer, oben im Chat? Lorenz kommentiert, wirft dem Baumschmuser Piro Parker rüber, Run Rabbit! Und das Kaninchen hoppelt davon. Tja, wer den Schaden hat, der muss für den Spott nicht sorgen. Also der wirft ja ein paar Freundlichkeiten hinterher. Blackie dagegen hat auch keinen Bock, irgendwie seine Niederlage einzugestehen, die er eventuell selber auch erleidet. Wisst ihr, kriegt ihr mit, was sich bei euren Verbündeten eigentlich ereignet? Bei Blackie und bei Munaldinho? Nicht so direkt, nein. Aber das darfst du uns doch sicherlich erzählen, jetzt ohne Witz. Ohne Witz, ja. Sagen wir mal so, die sind mit euch und eurem taktischen Geschick ebenfalls auf Augenhöhe. Okay. Wieso lobt er mich jetzt? Der will mich doch wirklich verspotten. Nein, Piro Parker, ich sag's mal, du bist ja über...
Na, wir nähern uns ja dem Ende dieses Livestreams. Ich glaube nicht, dass du es noch schaffst, Landau einzunehmen, bevor wir gleich fertig sind. Deshalb, was Lorenz uns eben erklärt hat, du hast ja angegriffen über das Flachland und Grasland. Mhm. Mhm. Wenn man sich, ich verlasse dich jetzt mal, ich wechsle mal rüber zu deinen Verbündeten und wenn du magst, dann guck mal selber im Kompendium, im inneren Lexikon nach, ob das vielleicht das richtige Terrain war für einen Angriff. Das nur als kleiner Tipp. Vor allem, wenn Wald daneben ist. Zakua kürzt es ab und du musst da noch nicht mal was nachschlagen. Aber ich weiß selber aus eigenen Multiplayer-Erfahrungen, als Außenstehender ist es verdammt einfach, immer klug zu scheißen und kluge Ratschläge rauszuhauen. Man ist nicht unter Zeitdruck und man kann wer selber spielt, bei dem fließen halt auch Gefühle mit und nicht nur nüchternes Kalkül, der guckt auf die Rundenzahl, der klickt weiter, der muss an tausend Dinge denken. Da kann es schon mal passieren, dass man Features, die man eigentlich kennt, aus einem Singleplayer-Match, dass man die beim Multiplayer übersieht. So viel an ehrlich gemeinten, tröstenden Worten. Mysterium, hast du noch ein paar tröstende Worte für Piro übrig? Ich bin ja auf dem Weg, allerdings nicht mit so vielen Einheiten, wie ich gerne wollte. Auf dem Weg wohin? Was sind denn das für rätselhafte Geräusche hier? Was man vielleicht auch noch sagen sollte, dass das Positive an eurer Aktion war, dass sie wirklich sehr, sehr gut koordiniert war. Ja, eindeutig. Das war eine fast ideale eigentlich Koordination zusammen mit dem Angriff eurer Verbündeten. Ohne Witz, also ich kapiere es nicht ganz. Also ich habe ganz bewusst übrigens über das Flachland angegriffen, weil meine Idee nämlich gewesen ist, dass die Sniper, ihr habt ja vielleicht gesehen, dass ich da 4 Sniper hatte, in derselben Runde einmal ziehen und auch noch direkt schießen können. Das war der Gedanke dahinter. Ah, verstehe. Aber ihr meint jetzt, ich hätte sozusagen am besten irgendwie über den Waldhügel gehen sollen, ja? Bekomme ich da dann einen Defensivbonus oder was wäre dann der Gag gewesen daran? Bei Wald gibt es plus 25% Stärke für leichte biologische Einheiten und für mechanische Einheiten minus 25%. Was du gerade erklärt hast, klingt logisch. Für den ersten Angriff war das wahrscheinlich klug, aber der erste Angriff hat halt nicht gereicht und danach war das dann natürlich heikel. Und zusätzlich noch, das hat ja Lorenz gesagt, dass man auch hätte die Stadt teilweise umstellen können. Ja. Das heißt, wenn du auf den unteren Waldhügel und gleichzeitig noch auf den nördlichen Wald gezogen hättest, dann hättest du noch einen Flankenbonus bekommen. Das hätte auch noch etwas positiv sich auswirken können. Okay, ich hatte halt gedacht, es ist sinnvoll, alles auf einem Stack zu halten. Nun ja. Piro Parker, du bekommst einen... Ein tröstendes Wort aus dem Chat. Na, ich lese das gerade. Vielleicht ist es doch nicht ganz so tröstend. Ich lese es dir mal vor. Birnodin kommentiert mit den Worten: Darth Piro hat nur Baumstämme und versucht damit Flugzeuge anzugreifen. Smiley. Naja, ich habe aber ja gesehen, immerhin, dass ich schon wieder meine Truppen sammle und an der Ostküste des Kontinents immerhin schon wieder ein paar Sachen zusammen habe. Da sind schon 2 Panzer angelandet. 2 Panzer, ein dritter ist unterwegs. Was soll's, ich werde es gleich nochmal versuchen. Was soll's, ist die richtige Einstellung. Zu wem wechseln wir jetzt mal, Zakor? Wir überlassen die beiden mal dem Wundenlecken. Wo gehen wir hin? Ja, na, ich würde mal zu den Aggressoren wechseln. Das heißt zu Black Archon und Monaldino. Dann machen wir das mal. Mysterium, Piro, seid nicht traurig. Ach, der Plan war gut und er hat beinahe funktioniert. Das ist doch schon mal im Multiplayer-Match gegen einen Entwickler nicht das schlechteste Zwischenresultat. Bis später. Danke. Ciao. Bis später. Ciao. Bis später. Channel switched. Ja, jetzt sind wir wieder bei euch. Blackie, Monaldinho. Ein Seufzer. Ja. Ihr seid irgendwie nicht so gut gelaunt. Er hat sich gut gewehrt. Wir haben es auch ein bisschen doof angestellt, oder? Welche Fehler habt ihr gemacht? Ja, wir haben es gesehen. Es war sehr knapp. Was habt ihr falsch gemacht? Ja, es war eine Runde zu früh in den Krieg erklärt und ein Panzer vielleicht zu wenig. Ein Panzer zu wenig, ja. Das heißt, es stand spitz auf Knopf und ganz, ganz knapp habt ihr es nicht geschafft. Trotz eures heldenhaften Angriffes 4-2. Ja, aber wir probieren es gleich nochmal, diesmal mit besseren Waffen und die Truppen sind schon unterwegs und ich denke mal, dieses Mal sollte es klappen. Wie schaut es denn bei den anderen 3 Spielern aus? Ja, das ist eine Frage,
die ich nachvollziehen kann. Hm? Danke. Aber könnt ihr euch nicht über den Chat verständigen? Ihr seid doch verbündet. Doch, bei könnt ihr doch fragen, wie es läuft. Habe ich gelesen, dass Lauf, Rabbit, Lauf, wahrscheinlich hat Piro entweder einen Po vollgekriegt oder Lorenz. Lorenz hat mit der Bemerkung, die er Piro hinterhergeworfen hat, diesem Run, Rabbit, Run, tatsächlich genau. Einen Volltreffer gelandet, ja. Piro, genauso so versagt wie wir. Wie peinlich. Leute, ihr spielt gegen einen Entwickler, der sein Spiel vornehmlich mit Multiplayer-Partien entwickelt hat, der das, also Pandora funktioniert tatsächlich in vielen taktischen Dingen im Multiplayer-Modus noch ein bisschen besser als im Singleplayer-Modus, weil vieles dafür tatsächlich optimiert worden ist bei den Tests der Beta-Version. Und derjenige, der das hier entwickelt und programmiert hat, gegen den spielt er hier. Was wollt ihr erwarten, realistischerweise? Dass wir den Laden von innen übernehmen, ganz einfach. Ja, naja, zumindest Sabinab hätten ja eigentlich uns greifen müssen. So. Das ist total in die Hose gegangen. Also, das finde ich. Passieren dürfen. Wir haben einfach viel zu viele Truppen verloren. Euch war aber schon klar, dass der als Militarist mit der blauen Fraktion über einen Heilbonus verfügt. Ja. Ja. Aber wir wollten nicht noch länger warten, weil dann hat er noch mehr Truppen und er verbarrikadiert sich dann in seiner Stadt ja ziemlich gut. Das macht er ja auch richtig. Aber umso länger wir gewarteten, umso mehr Truppen hat er gehabt und wir versuchen es nochmal. Wir laufen so lange an, bis die komische Geschichte da fällt. Ja, ihr schickt ihm Welle um Welle euren Soldaten entgegen, bis der Killcount überschritten ist und dann lösen sich seine Einheiten auf, ne? Ja. Wie auch immer, ich denke, das wird bei diesem Multiplayer-Live-Abend nicht mehr klappen. Weder euer Plan noch die Pläne, die die anderen Teams schmieden, das wird nicht funktionieren. Wir haben ein packendes Finale gehabt und ich glaube nicht, dass er hier durchkommt gegen Waterloo. Ihr selber glaubt es auch nicht und an den anderen Fronten herrscht im Augenblick auch Totenruhe. Und deshalb werden wir jetzt mal alle Leute wieder versammeln in der Lobby. Bitte klickt nicht weiter. Zakor, geh mal bitte rüber zu Piro und hol ihn in die Lobby mit Mysterium. Und ich gehe mal kurz zu Lorenz rüber. Wir treffen uns zu sechst in der Lobby. Ja. User left your channel. User left your channel. Seid ihr so lieb und kommt mit uns in die Lobby, denn wir stellen fest an allen Fronten, dass jetzt kein entscheidender Sieg mehr heute Abend sich ereignen wird. Kurz vor Mitternacht. Wir wollen gemeinsam noch einen Blick drauf werfen, auf das, was wir erlebt haben am heutigen Abend mit den Zuschauern zusammen. Soll ich gerade los? Channel switched. So, in der Lobby sind wir. Fast alle sind da. Jetzt sind wir alle versammelt in der Lobby. Liebe Zuschauer, unfassbar, ganz im Ernst, kurz vor Mitternacht, 23.58 Uhr und es sind immer noch 40 Zuschauer. Das hätte ich nicht gedacht. Ich habe schon etliche Live-Abende gemacht hier. Und dass am Ende eines Live-Abends fast so viele Zuschauer noch dabei waren wie zu Beginn. Und was das heißt nach vier am Stunden. Ende? Ich bin noch lange nicht fertig. Ja. Bevor. Ich schlage euch mal vor, dass jeder von euch jetzt mal den ultimativen Spruch raushauen kann, warum er eigentlich glaubt oder sie eigentlich glaubt, dass ihr nur noch 1-2 Stunden spielen müsstet, dann hättet ihr den Gegner im Staub liegen. Lorenz, möchtest du anfangen? Ja, auf jeden Fall. Also. ich hatte ja meinen Masterplan und der heißt voll aufgegangen. Ja, total. Naja, auf jeden Fall vom Timing her war es bei mir auf 100 Runden ausgelegt. Das Problem war wirklich, dass Satinav da eingekesselt waren von zwei, deshalb ist die habt ihr relativ schnell angegriffen. Und als ich vorhatte, eben loszuziehen, um da zu helfen, da kam eben der Mr. Piro Parker mit den Grünen und hat es alles nochmal rausgezögert. Die Sache war nur, du hast, ja, dadurch, dass ich eben so, meine Strategie war, die Sache, ihr habt große stehende Militäre, ja. Und wenn man natürlich nichts damit anfängt oder nicht kämpft, dann geht es in die Unterhaltskosten. Da ich auf meinem eigenen Kontinent war, konnte ich mir das erlauben, relativ militärisch gering zu spielen und konnte es natürlich alles in die Wirtschaft und die Forschung investieren. Und da habe ich eben, wenn man sich den Baum anschaut, da gab es zwei wunderbare Punkte und das war der Laser
und die Flugzeuge, die konnte ich relativ flott erreichen. Ich habe auch neben dem Observatorium gestartet und damit konnte ich halt wirklich weit vorpushen. Und da ich auf dem einzelnen Kontinent war, war eben Flugzeugunterstützung gewissermaßen das Beste. Zusammen einfach mit Flammenwerfer-Troopern, die habe ich gegen die Aliens anfangs benutzt. Ja, und der Plan wäre jetzt gewesen, dass ich nach Süden abgezogen werde. Die Koordinaten hatte ich. Das Problem war, dass Satina und ich, wir haben uns leider nicht wirklich getroffen. Das habe ich, muss ich gestehen, einmal verpennt, als ich da am Anfang expandiert habe. Da hätte ich nach links ziehen sollen und dann hätte ich ihn gehabt, dann wäre das halt alles ein bisschen einfach gewesen. Aber auf jeden Fall wäre mein Flugzeugangriff eben auf die Hinterlande von Monaldinho und Black Archon in den nächsten 10 bis 15 Runden durchgeführt worden. Und da ihre ganzen Truppen an der Front waren, hätte ich da wahrscheinlich was einnehmen können. Also glaube ich zumindest, mal so blind geschätzt. Ja. Ja, jetzt wissen wir von Lorenz schon mal, warum er der festen Überzeugung ist, dass wenn wir den Live-Abend um eine Stunde verlängert hätten, dass er dann, warum er dann gewonnen hätte. Piero Parker, warum hättest du gewonnen zusammen mit Mysteriam? Was für eine Frage. Also nachdem Lorenz mich ja nun vorhin das Fürchten gelehrt hat und ich mit meinen Hasen davongezogen bin. Deinen Waldhasen, was du. Oh, du hättest im Wald verstecken sollen. Du hast jede Menge Infanterie, weißt du? Du statt auf der Ebene in 38, 36 hättest du sie im Norden und Süden in den beiden Wäldern stationieren sollen. Dann hättest du die Flankenboni bekommen und den Waldbonus. Ja. Dann hätte ich wahrscheinlich was verloren. Also das wäre auf jeden Fall was Gutes gewesen. Mein Gedanke war, ich hatte die tatsächlich absichtlich ins freie Land gezogen. Ich war ja vorher auf 38, 35 und bin dann ins flache Land reingezogen, um mit den Snipern direkt noch sozusagen einen Erstschlag zu haben. Ich war aber nicht auch darauf vorbereitet, dass du da schon drei oder vier Flugzeuge drin hattest. Und das hat es mir völlig zerrissen. Und dann war ich im Überlegen, okay, ziehe ich den Stack nun wieder zurück und opfere die vier Sniper oder bleibe ich einfach stur stehen und versuche das zu holen, was geht. Letzteres war eine dumme Entscheidung, aber naja, also ich glaube nicht, dass ich das Spiel gewinnen würde, WB. Nichtsdestotrotz, wer ist denn da noch bei uns hier? Das gibt's ja nicht. Ich habe schon wieder einige Panzer angesammelt, Lorenz. An deiner Ostküste stehen jetzt immerhin, lass mich mal nicht lügen, 3 Panzer. Ein 4. ist auf dem Weg, ein 5. ist auf dem Weg. Avenger-Panzer mit Stärke 6 immerhin. Dann wäre es vielleicht knapp geworden. Aber ich glaube, gegen deine Flieger werden wir trotzdem nicht so schnell angekommen. Aber die werden nach Süden abgeflogen, also ist wahrscheinlich einfach meine Hauptstadt genommen. Tragisch. Tja, schade, dass wir jetzt aufhören. Ja. Bevor wir rübergehen zum dritten Team und ich mir von denen erklären lasse, warum sie eigentlich hätten gewinnen müssen, wenn es hier gerecht und gut vorangegangen wäre oder was weiß ich wie alles, möchte ich mich kurz beim Gastgeber hier auf dem Teamspeak-Server bedanken, nämlich bei Marky Mark. Vielen Dank, dass du uns den Server hier zur Verfügung gestellt hast. Hi, kein Problem. Ich habe gerade gesehen, dass ich noch ein Update brauche für den Server. Ja, das denk. Ja. Ansonsten, hat es Spaß gemacht, habe ich gesehen, ne? Habe ich gehört. Du hast die Partie in Teilen zumindest auch verfolgt im Chat und wir waren alle ganz überrascht, wie viele Zuschauer es gab. Ich habe auch ein bisschen was getestet nebenbei. Mir ist aufgefallen, wenn man hostet hat und dann geht der Host raus, dann bricht die Partie ab. Ist das ein Bug oder ist das... Das ist wirklich... Also theoretisch könnte man es wirklich machen, dass da wir unseren Server als eigenen... Seid mir nicht böse, aber diese technischen Fragen sind für euch beide jetzt gerade interessant. Können wir aber gleich noch klären, nach Ende der Übertragung. Noch mal kurz zum dritten Team. Entschuldige, dass ich euch über den Mund gefahren bin. Wie sieht das bei euch? Okay, ich denke, ich gehe am besten raus, weil ich denke, ich störe wahrscheinlich eher, ne? Nicht unbedingt, aber... Und gucken, ob das alles bei euch klappt. Hat alles prima geklappt. Danke nochmal für die Gastfreundschaft. Ja, danke schön. Und dann nochmal zum anderen Team, zu Blackie und zu Monaldinho und zu eurem Versuch, Satinaf fertig zu machen. Man muss nochmal ganz kurz die Ausgangslage beschreiben. Ihr wart auf einem Kontinent, 2 gegen 1 und...
Satinavs Verbündeter und Mitspieler. Lorenz war weit, weit weg und ihr habt lange Zeit dann Pläne geschmiedet, bis ins Detail, wie ihr den fertig machen wollt, den Satinav. Habt ihr dann in die Zange genommen, von allen Seiten in der Hauptstadt umzingelt und Satinav selber, das wisst ihr nicht, ich sage es euch jetzt, hat tatsächlich auch gar überhaupt nicht optimistisch in die Zukunft geblickt. Wir waren die ganze Zeit bei ihm, als ihr ihn angegriffen habt und er hat immer wieder gesagt, oh je, das schaffe ich nicht, ich habe mich verkalkuliert und er hat Trübsal geblasen, aber ihr habt ihn nicht klein gekriegt. Jetzt könnte ich euch natürlich fragen, was habt ihr falsch gemacht? Wäre irgendwie billig. Stattdessen stelle ich euch die Frage, wie konnte das passieren? Tja, die Nachschublinie vor allen Dingen von Nadinju war doch etwas weit weg. Und ja, bei diesem ersten Angriff hat uns wahrscheinlich wirklich nur ein Panzer gefehlt. Dann hätten wir unter großen Verlusten natürlich, aber... Ja, ihn einnehmen können. Ja, er hat das aber auch schon ganz gut gemacht. Ne? Er hat nicht versucht, irgendwie nach draußen, sag mal, im Angriff zu verteidigen, sondern hat wirklich seine Panzer wirklich auf Verteidigung ausgelegt, dann noch den Heilbonus des Imperiums gehabt, dann noch halt die Defensivgebäude gehabt. Er hat das wirklich das Beste aus seiner Position gemacht und wir, bei Vollidioten, muss man ja mal ganz ehrlich sagen, haben uns auch schlecht abgesprochen. So. Ich sag so, bring deine Panzer in Stellung und was macht mein Kollege? Der greift natürlich schon an, anstatt erstmal zu warten, bis ich auch in Stellung bin. Und so waren wir dann auch noch ein bis zwei Züge im Rückstand, also musste ich noch ziehen, bevor ich überhaupt am Ziel war. Und in der Zeit hat nämlich schon Black auf die Mütze gekriegt und das waren halt die Trefferpunkte, die uns am Ende gefehlt hat, sprich der eine Panzer. Und ja gut, auf lange Sicht hin hätten wir ihn wahrscheinlich gekriegt, so, weil... ja, Blackie, natürlich. Blackie hatte jetzt schon die nächsten 5 Panzer rangeholt. Bei mir waren auch 3 unterwegs und 10 Trooper. Also ich habe alles aus dem Städten rausgeholt. Deswegen wäre das echt mies gewesen, wenn Lorenz mir in den Rücken gefallen wäre. Also, ihr hättet... alt ausgesehen, so, weil ich habe gesagt, so, entweder jetzt alles oder nichts. Und wir hätten ihn gekriegt, so, klar. Aber... jetzt in den nächsten 10 Minuten wahrscheinlich nicht. Ihr hättet wahrscheinlich ihn bekommen mit der Übermacht, aber dann wäre Lorenz euch in den Rücken gefallen. Was dann passiert wäre, darüber können wir jetzt leider nur spekulieren. Jede Seite kann glauben, sie hätte mit etwas Glück sich durchsetzen können. Wir wissen es letztlich nicht. Mein persönliches Fazit nach diesem Live-Abend ist, es gibt einen klaren Sieger, einen klaren moralischen Sieger. Tut mir leid, sorry, liebe Sith-Forums-Mitspieler. Ich erkläre hier mit Lorenz zum moralischen Sieger, denn... er lag in einer Situation zurück. Du hast es nicht mitbekommen, Lorenz. Ich habe mit den anderen Teams immer gechattet. Zakor und ich haben das gemacht und die waren doch sich sehr, sehr sicher. Verdammt sicher. Wirst du dir in der Aufzeichnung, wenn du möchtest, auf YouTube in den Mitschnitten anhören können. Die waren sich verflucht sicher, dass sie euch beide fertig machen können. Wenn ich mir anschaue, wie das in... zumindest wie die Welle der Angriffe, die gestartet haben, wie die abgeprallt sind, wie die Brandungswogen zerschellt sind an den Mauern eurer Städte und eurer Verteidigungseinheiten, dann kann ich nur sagen, das habt ihr euch verdammt gut verteidigt und es sah nicht gut für euch aus und ihr habt diesem Angriff standgehalten. Gewonnen habt ihr nicht, aber ihr habt zumindest einer Übermacht von 4 Gegnern gezeigt, was eine Harke ist und ich persönlich kann nur sagen, Respekt. Ihr habt nicht gewonnen, aber gute, solide Leistung. 2-4, toll gemacht. Vielen lieben Dank an alle. An die Zuschauer im Chat. Vielen lieben Dank an die immer noch knapp 40. Vielen lieben Dank an meinen Mitmoderator, an Zakor, an Black Arken und Monaldinho, an Satinav, an Lorenz Roman, den Entwickler, an Mysteriam, die fanatische Priesterkönigin, an den Baumschmuser Piro Parker. Ein kleines bisschen an mich selber, an die Zuschauer im Chat habe ich alle, ich denke. Ja, das wollte ich gerade sagen. Dann auch vielen Dank an dich, dass du das organisiert hast und so dir den Mund fusselig geredet hast. Auf jeden Fall, echt spitze. Auch ein Top-Server. Es gab keine Disconnects mehr, nachdem du gehostet hast, also Daumen hoch. Habe ich gerne gemacht. Falls ihr die Fortsetzung sehen wollt, ob es eine gibt mit Pandora, ja, garantiert. Ob mit wem in welcher Besetzung, weiß ich nicht. Kann ich jetzt nicht genau sagen, könnt ihr aber verfolgen, aber ich kann euch sagen, was ihr als Multiplayer-Erlebnis unter sehr ähnlichen Bedingungen als nächstes erleben könnt in schon
15 Tagen, am 21. Februar, nicht mit Pandora First Contact, aber wieder ein Multiplayer-Match mit drei Teams in mit jeweils zwei Spielern gegeneinander und mit zwei Kommentatoren im Beobachterstatus. Das wird sein Civilization 5 Multiplayer. civforum.de, 21. Freitag, der 21. ab 20 Uhr wieder bis Mitternacht. Und diesmal wird mein Co-Kommentator heißen Piro Parker. So sieht's aus. Und ich freue mich schon riesig auf diesen Termin. Ich bin wirklich sehr gespannt darauf, weil diese Rolle des allsehenden Auges sozusagen natürlich auch nochmal eine sehr spezielle ist. Das wird sicherlich ein ganz großartiger Abend und ich freue mich, wenn ihr alle wieder dabei seid. Die Zuschauer bedanken sich auch bei euch, sagen euch beispielsweise, ja, großen Respekt an alle Spieler. Ein anderer sagt, ich finde, die heldenhaften Angreifer und die tapferen Verteidiger haben beide eine Gratulation verdient. Und nur ein Zuschauer sagt etwas, was ich leider nicht umsetzen kann. Lass noch ein bisschen laufen. Geht leider nicht. Mitternacht. Geisterstunde. Vielen Dank an alle. Bis bald. 21. sehen wir uns. Danke, Lorenz. Danke, liebe Mitspieler. Danke, Chat. Bis dann. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Danke. Ciao. Tschüss.